Heute Abend begrüße ich Sie wieder recht herzlich aus unserem interreligiösen Gebetsladen Can Inn in Miedach mit unserer besonderen Gebetszeit Social Distancing Prayer. Hier am Kerzenständer brennen die Kerzen, ein ewiges Licht brennt hier vor Ort immer. Wir denken heute im verlängerten zweiten harten Lockdown in Deutschland an die Teams in den Impfzentren, hier in Ummendorf, bei Biberach, aber auch an die anderen Impfzentren. Von der Security über Ärzte und Ärztinnen bis zum Roten Kreuz oder anderen Organisationen. Wir denken an die Verantwortlichen und Organisatoren dieser Zentren. Wir denken an die vielen Ehrenamtlichen dort, an ihr Engagement, an ihre kompetente Arbeit und das zwischenmenschliche Mutmachen zwischendurch. Wir denken an all diese Menschen, die so zum Wohle der Menschen arbeiten. Wir denken auch an die, die krank geworden sind oder ausgelaugt sind. Halten wir Abstand äußerlich, schenken wir Ermutigung durch ein freundliches Wort, wertschätzen wir sie. Wir haben doch das Handy dabei und so viele Kontaktmöglichkeiten gibt es. Für diese Menschen wollen wir heute an dieser Stelle besonders beten, auch über alle Religionsgrenzen hinweg, um Kraft für sie und ihre Familien. Herr, mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens. Wo Hass herrscht, lass mich Liebe entfachen. Wo Beleidigung herrscht, lass mich Vergebung entfachen. Wo Zerstrittenheit herrscht, lass mich Einigkeit entfachen. Wo Zweifel herrscht, lass mich Glauben entfachen. Wo Verzweiflung herrscht, lass mich Hoffnung entfachen. Wo Finsternis herrscht, lass mich dein Licht entfachen. Wo Kummer herrscht, lass mich Freude entfachen. Und wir beschließen unsere gemeinsame religiöse Gebetszeit auch wieder interreligiös mit dem Wort Amen.